Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Alle, das wichtige Thema ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir bauen momentan den Wirtschaftsingenieur ziemlich tiefgreifend um und nehmen sehr viele Aspekte der Nachhaltigkeit auch da drin auf. Ja. Was hältst du davon? Ja, das kann ich nur unterstützen. Es gibt im Prinzip heute, kann man sagen, auch bei der ISS, wo ich arbeite, ich würde sagen, zwei ganz große Themen. Ein Thema ist Nachhaltigkeit, ein Thema ist Digitalisierung. Das ist ein Thema, das ist auch in Kundengesprächen. Ja. Egal welchen Kunden wir haben immer Nachhaltigkeitsziele drin, wir haben immer Automatisierung, Innovation, digital drin. Nachhaltigkeit, ich meine, ich habe selber Kinder, ja, von dem her, das ist überhaupt keine Frage, das ist für mich auch ein persönliches Thema. Mhm. Und zum Schluss zahlt sich das natürlich auch aus. Ja. Weniger verbrauchen, weniger Quadratmeter, ja, weniger Energie in Gebäuden für uns, in meinem Fall jetzt beim Facility Management. Also Routenoptimierung damals bei Schenker. Es ist natürlich ein Thema, dass Digitalisierung oft eben Skills braucht, wie Mathematik, Data Science Skills. Ja. Es gibt viele neue Skills, die man früher nicht gelehrt hat. Und von dem her glaube ich, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sicher absolute Schwerpunkte mit tollen Arbeitsplätzen in der Zukunft. Und von dem her finde ich die Ausrichtung natürlich total klasse. Prima Stichpunkt auch, was du gerade sagst mit Kundengesprächen. Also sowohl Digitalisierung als auch Nachhaltigkeit sind ja Themen, wo eigentlich auch sich das durch die Wertschöpfungskette sozusagen fortpflanzt. Also euer Kunde erlegt euch quasi auch seine Nachhaltigkeitsziele mit auf. Ja. Ja. Super interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.